Hallo zusammen! Da ich zu meinem Video zu den 5 schönsten Orten in Bosnien und Herzegowina viele Kommentare erhalten habe, möchte ich euch in dem heutigen Video 3 wunderschöne Orte abseits der bekannten Sehenswürdigkeiten in Bosnien und Herzegowina vorstellen. 3 Orte, die bekannt für ihre beeindruckenden Festungen und ihre wunderschöne Lage sind. Das Beste daran ist, dass sich diese versteckten Perlen unweit voneinander entfernt befinden und so innerhalb eines Ein- oder Zweitagestrips besucht werden können. Bevor es jedoch losgeht, wollte ich noch erwähnen, dass ich natürlich immer Bosnien und Herzegowina meine, wenn von Bosnien die Rede ist, da es dazu ebenfalls einige Kommentare gab. Hier noch kurz die offizielle Erklärung. Der Staat Bosnien und Herzegowina setzt sich aus 2 historischen und geografischen Gebieten zusammen. Bosnien als nördlicher und die Herzegowina als südlicher Teil. Es ist jedoch absolut gängig, die beiden Landesteile verkürzt Bosnien zu nennen. Und nun, los geht's! Versteckt zwischen Bergen liegt das kulturell und landschaftlich sehr reizvolle Teschin. Wer einen Stopp in der Altstadt einlegt, entdeckt ein Netz aus traditionellen Häusern und wunderschöne Beispiele osmanischer Wohnarchitektur. Die Altstadt Teschins ist eine kulturelle Schatzkiste, welche neben mehreren Moscheen auch eine katholische und eine orthodoxe Kirche enthält. Die Festung Teschins gehört zu den 3 größten Bosniens und wurde bereits zum ersten Mal im 11. Jahrhundert erwähnt. Etwas unterhalb der Burg befindet sich der 18 Meter hohe Uhrturm, Sachatkula genannt. Einen besonderen Reiz übt Teschin auch in der Winterzeit aus, wenn die Dächer der Stadt und die umliegenden Berge mit tiefem Schnee bedeckt sind. Leicht verpasst man das kleine Maglaj. Da belohnt sich ein Abstecher allemal. Bei einem Spaziergang entlang des Flussufers der Bosna und einem Besuch der kleinen, aber charmanten Altstadt fühlt man sich wie in eine andere Zeit versetzt. Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten zählen die Kurşumlu-Moschee unterhalb der Festung, die bereits aus dem Jahr 1560 stammt und ihren Namen von dem türkischen Wort für Blei, Kurşum, erhalten hat. Die meisten Besucher zieht jedoch die Festung, Tvrđava, an. Diese weist eine gewisse Ähnlichkeit zur Festung von Teschin auf und befindet sich ebenfalls auf einem Hügel. Der Uzirbegov Konak war im 19. Jahrhundert eine kostenlose Unterkunft für Reisende. Der Konak ist ein schönes Beispiel osmanischer Architektur und wurde 2001 grundlegend saniert. Das kleine Vranduk liegt entzückend auf einem Hügel, an dem die Bosna eine Schleife zieht. Die außergewöhnliche Lage könnte der Grund sein, warum der Ort im Besitz einer der ältesten Festungen des Landes ist. Als Bosnien auf einem kriegerischen Feldzug von Prinz Eugen von Savoyen Ende des 16. Jahrhunderts heimgesucht wurde, ließ der große Feldherr des Habsburgerreiches bewusst die Festung Vranduk umgehen, wissend auf ihre so gut wie uneinnehmbare Lage. Das pittoreske Städtchen liegt nur 15 Kilometer von Senica entfernt und bietet sich perfekt als Zwischenstopp auf dem Weg nach Maglaj an. Neben der alten Festung, in dessen Innenhof man sich beim Bogenschützen probieren kann, gibt es eine schöne Moschee sowie einige gut erhaltene osmanische Häuser zu bewundern. Und das waren die 3 wunderschönen Orte Bosniens, welche ich euch in diesem Video vorstellen wollte. Abschließend möchte ich noch erwähnen, dass ich sehr gut weiß, wie viele schöne Orte, Städte und Regionen Bosnien zu bieten hat, da ich das Land bereits seit meiner Kindheit bereise. Leider lassen sich nicht alle diese schönen Orte in einem Video vorstellen. Weitere Tipps und Inspirationen zu bekannten und unbekannten Sehenswürdigkeiten in Bosnien und Herzegowina findet ihr auch auf meinem Instagram-Profil Secret Bosnien. Ich bedanke mich wie immer und freue mich auf eure Kommentare und sage bis zum nächsten Mal. Ciao!